Hallo meine Lieben, hier ist Kerstin von Würfchens Bastelstube. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch heute hier solche schönen Weihnachtskarten basteln. Das ist die Winterstadt von Charlie und Paulchen mit den Häusern hier. Und da habe ich mal einige so ausprobiert, wie man das gestalten kann. Und ja, die habe ich hier in so einer großen Größe gemacht und die in einer normalen Kartengröße zum Verschicken, die natürlich auch hier. Ja, und zuerst einmal wollen wir kolorieren. Ich habe mir hier schon einiges zurechtgelegt. Und dann fangen wir auch gleich einmal an. Ich habe mir hier so ein Häuschen ausgestanzt und hier ist Schnee, die beiden Tannenbäumchen und hier die Balkonkästen, Fenster, Sims, je nachdem, wie man das gestalten möchte. Ja, dann legen wir mal los. Ich werde zuerst einmal hier mein Häuschen nass machen. Ich habe das hier in Aquarellpapier ausgestanzt und dann werde ich jetzt mit euch hier nass in nass einmal kolorieren. Ich habe mir hier die Kolorationsfarben von Charlie und Paulchen. Die gibt es jetzt im Angebot und die habe ich mir gekauft. Und dann legen wir mal los. So, einmal hier ein schönes Blau. Tragen die Farbe hier so ein wenig auf. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen mehr Wasser. Ist auch gar nicht, wirklich gar nicht schwer, das hier zu kolorieren, wenn das Aquarellpapier schön nass ist, dann zerlaufen die Farben auch richtig toll. Und ich denke mal, das kann auch jeder so einfach kolorieren. Also ist wirklich gar nicht mal so schwer. So, noch ein bisschen Schatten geben. Hier das Ganze. Ich habe den Fensterrahmen hier mit koloriert. Ja, das passiert schon einmal, wenn so viel Farbe läuft. Aber wir können es ja noch korrigieren. Einfach mit einem nassen Pinsel die Farbe rausnehmen. Dann sieht das auch richtig toll aus. Ich habe, glaube ich, alle Fenster hier schon einmal lackiert. Das war ja jetzt nicht so vorgesehen. Aber wie ihr seht, einfach Wasser an den Pinsel und dann die Farbe einmal rausziehen. Hier anlösen. Genau. So, jetzt sieht es schon weitaus besser aus. So, dann bekomme ich hier noch einmal ein dunkleres Blau und setze mir hier noch einmal ein paar Schatten. Genau. Einfach hier so mit dem Pinsel noch einmal reingehen in die Farbe und hier ein wenig verteilen.
gesagt, es gibt kein falsch oder richtig. Jeder koloriert so, wie er es für richtig hält. Mal hier die Farbe ein bisschen anlösen. So. Dann hier noch einmal mit der dunkleren Farbe reingehen und hier am Rand da noch einmal so ein bisschen kolorieren. Genau, ich denke mal, so sieht es ganz gut aus. So lasse ich es auch. So, und jetzt noch die Tannen. Die wollte ich hier auch noch ein wenig kolorieren. Dazu benetze ich die mir auch wieder mit Wasser und gehe hier in einem Grün rein. Schaut mal, die ist doch wirklich ganz toll, die Farbe hier, ne? Also richtig schön. Ganz toll. Ich bin richtig begeistert. Also dieses Gansai Tambe Farben-Set hier ist richtig schön. So. Mal ein bisschen dunklere Farbe hier noch reinsetzen. Und dann denke ich mal, sind die Bäumchen auch schon soweit fertig. Genau. Jetzt brauchen sie nur noch ein bisschen trocknen und dann können wir sofort weitermachen. Dann können wir uns auch hier schon einmal unsere, ja, ich sag mal, Balkonkästen aufkleben. Hier so einfach unter dem Fenster anbringen. So, und die nächsten beiden dann auch noch. So, und hier den letzten noch aufkleben. Und hier haben wir ja noch ein Standteil mit Schnee. Das kann man hier ganz wunderbar auf dem Haus draufsetzen. Ich möchte es aber hier heute da unten hinsetzen, so dass das Haus so ein bisschen im Schnee steht. Dazu mache ich mir hier noch ein bisschen Kleber auf. Und setze mir das hier genau ganz unten am Rand auf dem Häuschen. Genau. So, jetzt muss ich erst wieder mein Häuschen abziehen hier von meiner Klebematte. Die verlinke ich euch unterm Video sowie alle anderen Sachen, die ich hier benutzt habe. Ich muss vorsichtig. Die klebt wirklich gut, aber wie gesagt, die ist so schön, da verrutscht nicht ein Stückchen von den kleinen Teilen, die ja immer sehr gerne irgendwo liegen bleiben und da bleiben die richtig schön fest drauf sitzen. So, unser Häuschen ist soweit fertig. Jetzt nehme ich noch die Tannen runter. Genau, und hier kann jetzt unsere Matte kann jetzt hier einfach wieder verschwinden. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So, meine Farben auch erstmal wegräumen hier, dass wir wieder arbeiten können. Übrigens, diese Verpackung habe ich mir hier selber gemacht. Wer
also gebastelt. Wer die nachbasteln möchte, schreibt mir doch einfach unten in die Kommentare. Dann werde ich dazu nochmal ein separates Video machen. So, unser Kartenrolling. Ich habe mir da hier schon einiges vorbereitet. Ein Kartenrolling in Größe A6. Und zwar so eine Klappkarte. Die kann man dann wunderbar aufstellen. Hier habe ich mir ein weißen Farbkarton geprägt mit so Schneegestöber. Den gibt es übrigens auch bei Charlie und Paulchen im Shop. Und das kleben wir uns hier dann einfach mal so auf. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte euch nicht so lange warten lassen auf ein neues Video von mir. So, und hier habe ich mir aus dem Designerpapier, die gibt es auch bei Charlie und Paulchen, ich glaube Eisblau heißt das, und das ist eine wunderschöne Farbe. Nee, stimmt nicht, ich habe mich angelogen, es ist Rauchblau. Eisblau hatte ich für die andere Farbe. So, und da habe ich mir hier so einen schönen großen Wellenkranz ausgestanzt. Der hat ein Maß von 9,7 cm. Und den kleben wir uns hier wunderbar auf die Karte auf. Ich gucke gerade mal nach Abstandshaltern. Ja, da können wir hier so eine breite Rolle nehmen. Ist ja viel leichter. Ja. Es gibt dann so ein bisschen Dimension. Aber ich glaube, die Ecke hier war zu viel. So, dann nur noch hier die Trägerfolie ablösen. So, und dann setze ich die hier so schön mittig auf die Karte auf. Und hier habe ich mir noch so einen Kreis ausgestanzt. Hier mit so einer, ja, wie soll ich jetzt sagen, ja, eben so ein bisschen, keine Ahnung, jeweils ist der nicht ganz rund, sondern hat der hier so eine kleine Wellen drin. Und das, dachte ich, passt ganz gut hier auf meine Karte. Kleben wir uns die ganze Sache schon einmal auf. Es ist wirklich schnell gemacht, so eine Karte. Und wer bis dato sich immer noch gescheut hat zu kolorieren, wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Macht das so, wie ihr das gerne haben möchtet. Das sieht auf jeden Fall toll aus. So, hier habe ich mir noch so einen Stern ausgestanzt mit Frohes Fest. Die gibt's auch bei Charlie und Paulchen. Und den klebe ich mir hier auch mit Abstandspads auf. Die sind etwas höher hier als wie normal. So, jetzt noch die Trägerfolie. Genau. So, und hier unseren Stern schön mit aufkleben. Und jetzt können wir unser Häuschen positionieren. Ja,
Halt, ich habe noch was vergessen. Die Fenster. Da habe ich mir so einen gelben, richtig dunkelgelben Farbkarton ausgeschnitten hier und setze mir das hier so einfach hinter dem Häuschen, sodass alle Fenster schön hell erleuchtet sind. Ihr könnt natürlich auch goldene Folie nehmen. Das habe ich hier bei den anderen gemacht. Oder ihr nehmt ein Stückchen weißen Farbkarton und tut den Gold kolorieren und hinterkleben. Also da sind ja wirklich hier viele Möglichkeiten. So, seht ihr. Und schon haben wir hier unsere Fenster schön hell erleuchtet. Genau. So, und hier haben wir unsere schönen Tannen. Die kleben wir uns natürlich auch noch mit auf. Aber erst das Häuschen. Also das kann man wirklich ganz unterschiedlich gestalten hier, diese Karten. Ich finde das so mega. Wirklich ganz, ganz toll. So, und hier die Tannenbäumchen daneben gesetzt, neben dem Häuschen. Ich glaube, ich werde die auch mit einem Abstandspads aufkleben. Die kommen gar nicht so richtig zum Tragen hier. Aber seht ihr, ist alles live, ist nichts vorgefertigt. Und da kann man sich dann immer noch mal umentscheiden. Ja, so sieht es viel, viel, viel besser aus. Genau. Noch die Folie ab und dann den hier noch an die Seite. Genau. Sieht das nicht schön aus? Ist das nicht richtig toll? So eine schöne Karte. Ich finde die wirklich mega, mega gut. Auf dem Spruch habe ich verzichtet, weil hier auf dem Stern steht ja frohes Fest. Und da braucht man ja nicht noch einen Spruch machen. Man könnte vielleicht noch eine Schleife oder so. Aber ich lasse es. Das ist mir einfach so schon genug. Ja, meine Lieben. Das war mein Projekt heute. Nach langer Abstinenz sozusagen. Und hier habt ihr meine vorgefertigten Werke. Einmal in etwas größer. In A6. Und hier A6, 6x6 wollte ich sagen. Und oder 15,2x15,2, so groß ist die Karte. Und das sind beide hier A6. So rum ist es besser. Genau, die haben wir heute zusammengebastelt. Und hier ist die, die ich schon vorbereitet hatte. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.